Schlossknacker-Set. Genau, Schrotflintenfallen. Ja, gut, das sind eher andere Sachen. Eingehender Funkspruch. Ja, es ist beispielsweise auch hier aufgefallen, dass tatsächlich wirklich nur Frauen irgendwie hier in den Bunker hier reinkommen. Ja, das ist aber tatsächlich wirklich nur Zufall, weil ich wirklich davor, von dem ausgehe, was die sagen. Und bis jetzt war es so, dass die Männer tatsächlich eher weniger hilfsbedürftig geklungen haben als jetzt die Frauen, ohne jetzt ohne auf das Geschlecht jetzt sich dazu beziehen. Also wirklich tatsächlich, ja, hier ist es aber schön unten, kann ich nicht hier runter. Das hört sich eher weniger hilfsbedürftig an als, ja, kann ich nicht hier rein, weil es gefährlich ist oder sonst was. ja, bitte durchsuchen eine Kirche. Na, da freuen sich wieder die Leute. Eine Kirche, genau. Okay, sie darf jetzt duschen. Genau. Und sie darf auf die Toilette. Und die gute arme Melissa darf hier mal durchputzen. Und wir haben einen Funkspruch. Da gehen wir direkt dran. Ja, bitte untersuchen. Was haben wir hier? Nägel, das ist schon mal gut. Holz, verbrannte Kleidung, nochmal Wasser, eine Batterie, Leder, Kunststoff, sehr, sehr wichtig, Nylon und ein Schalter. Okay. Aber super wichtige Sachen haben wir wahrscheinlich jetzt nicht bekommen, außer vielleicht Kunststoff. Das braucht man noch relativ häufig. Gibt es was, was wir hier reparieren könnten? Ah, ich glaube, die Katze hat Hunger, kann es sein? Nö. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Wasser, dass wir da nicht wieder in die Situation kommen, dass auf einmal alles weg ist, weil alle auf einmal duschen. Na, sie darf mal auswaschen und dann auf die Toilette gehen. Sie ist immer noch vergiftet. Ich würde jetzt sie jetzt vielleicht nicht das Tier erlegen lassen. Sie darf mal was trinken. Ich hoffe, ihr geht's bald wieder besser. Es regnet. Okay, das ist dann schon mal kein Problem. Das ist gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. So, Funkspruch annehmen. Ja, bitte durchsuchen. Na, Mann, dieses Geräusch. Ich glaube, bei euch kommt das, ist das nicht so laut wie bei mir, aber es ist kein angenehmes Geräusch. So, sie ist erschöpft. Sie darf etwas essen gehen und dann. Ah, hier. Nahrung essen und dann eben sich hinlegen. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Eine Schrotflintenmunition. Kohle. Benzinkanister, Leder, Wasser, Sand, Baumsturm, Stumpf, Baumstamm, Stumpf, Dings. Und eine Schließkassette. Ja, wir haben aber kein Schlossknacker-Set, also erstmal hinfällig. So, sie darf jetzt auf die Toilette gehen. Es regnet ja. Dann ist das erstmal alles kein Problem. Sie darf auch was trinken. So. Ach Mann, dieses Geräusch. Er darf. Ja gut, wir warten noch ein bisschen hier. Nicht zu früh essen. Wir wollen da nichts riskieren. Ja, alles gut, alles gut. So, Funkspruch. Oh, Kimberly an Melissa. Wir sind hier draußen jemand über den Weg gelaufen. Sie wollen reden. Sollen wir uns selbst drum kümmern? Nee, wir wollen ja immer mitwirken und wir haben ja Joyce dabei und Joyce ist ja so offen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit diesen Personen oder Personen kommunizieren. Stephanie. Hallihallo. Noch jemand, der das Risiko von Staub und Krankheiten nicht scheut. Ja. Ich habe ja sowieso keine Wahl. Wenn du denkst, dass ich mich nützlich erweisen kann, dann bin ich gern dabei. Was sagst du, Partner? Oh, sie möchte gerne rekrutiert werden. Das ist interessant. Sie hat jetzt sich überhaupt nicht hilfsbedürftig angehört. Allerdings ist hier Joyce. Und Joyce ist sehr offen. Und also moderat, vermittelnd. Und ich glaube, sie würde jetzt einfach aus offensichtlichen Gründen niemanden ablehnen.
Deswegen würde ich jetzt sagen, hier rekrutieren. Zufälligerweise auch nochmal eine Frau, aber ja, das ist dann halt eben so. Ja, also sind wir uns einig. Ich gehe zurück zu unserem Schutzraum und der Rest der Gruppe wird dir alles zeigen. Großartig, ich freue mich darauf, alle kennenzulernen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ist doch schön, da freut sie sich. Na, schaut mal, die Joyce, sie ist auch intelligent. Ja, weil wie gesagt, sie ist ja so offen. Sie sieht ja nicht das Böse in den Leuten, sondern versucht ja eben das Gute zu sehen. Cynthia hat keine Lebensmittelvergiftung mehr. Sehr schön, wo haben wir denn Cynthia? Das ist sie. Sie darf jetzt mal putzen, weil ja, hier ist noch überall ein bisschen Erbrochenes. Und Lisa darf sich jetzt mal schlafen legen. Wir haben einen Funkspruch. Ja, Ort bitte durchsuchen. Und die Katze braucht was zu essen. Das heißt, das macht sie mal bitte hier füllen. Ja, Quidde, du kriegst ja was. Und damit haben wir eine neue Bewohnerin. Sie heißt einfach nur Stefanie, hat keinen Nachnamen. Oder kriegt diesen erst später. Also quasi, dass sie das erst später veröffentlicht oder den anderen sagt. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wieder Benzin, einen Baumstamm. Ein Transistor und ein Nagel. Nägel sind vielleicht noch ganz gut, wenn wir die alle mitbringen. Weil davon haben wir auch wenig. Und hier ist schon wieder eine Schließkassette. Okay. Er darf jetzt mal auf die Toilette, also vorher auswaschen und dann auf die Toilette. Ja, wir haben sehr viel Wasser, das ist sehr, sehr gut. Funkspruch annehmen. Oh, hört es auf zu regnen. Ja, Ort bitte durchsuchen. So. Ja, alles gut, alles gut. Also das Tierlegen wird momentan eher nur Joyce oder eben Lisa. Lisa, weil die ja sowieso, das hat sie ja schon vorher getan, die hat da kein Problem mit. Und Joyce ist ja auf dem Bauernhof groß geworden. Von daher, ja. So, was haben wir hier? Ein Buch. Sehr schön. Etwas zu essen. Kaputtes Radio, ja. Drähte, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Drähte brauchen wir, glaube ich, für irgendwas. Dann legen wir das mal weg. Eine alte Musikaufzeichnung, die in Vinyl gepresst wurde, bietet Erholung für die ganze Familie. Machen wir mal die Baumstämme da weg. Machen wir das mal so. So, er darf jetzt hier auf die Toilette. Hallo Melissa, hier spricht Joyce. Wir sehen etwas in der Ferne, das wie ein kleines Haus aussieht. Sollen wir uns dort umsehen oder uns an die Route halten? Ja, sie geht untersuchen. Das macht sie schon. Sie will das. Ja, sie ist nicht neugierig, aber trotzdem. Okay. Müssen wir hier irgendwas reparieren? Sauerstofffilter wäre vielleicht ganz gut. Ja. Dann darf das mal Melissa machen. Die zieht einen Anzug an und wird dann erstmal Sauerstofffilter und Wasserstofffilter hier reparieren, damit wir da in keiner Notlage kommen. Wir haben ja jetzt wieder eine Person mehr da. Auch wenn wir wissen, dass das knapp wird. Aber ja, wie gesagt, das ist dann halt so. Tolle Ausrede. Okay, sie dürfte vielleicht jetzt mal etwas essen. Nahrung essen, Funkspruch annehmen, Objekte untersuchen. Oh, wieder Benzin. Also Benzin haben wir auch. Also im Moment läuft es richtig gut. Wir müssten was ablegen. Ja, kaputter Fernseher weg. Was zu essen? Eine Sicherung, eine Linse, Nägel, Batterie und schon wieder hier eine Schließkassette. Die zwei Sachen würde ich vielleicht auch noch mitnehmen. Was legen wir dafür ab? Die Schrotflintenmunition, die ja doch relativ wertvoll ist, aber ja. Joyce ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie Gegenwaffen wäre oder Fürwaffen. Die hat da einen neutralen Standpunkt. Also jetzt, wenn man es einfach so mitnehmen kann, ja klar, aber jetzt nicht unbedingt notwendigerweise. Sie will da ja auch nicht gegen Melissa operieren oder irgendwie sonst was. Ein Hase oder ein Kaninchen. Steht das dabei? Nein. Okay.
Was brauchen wir nochmal dafür? Fünf Seile brauchen wir noch und ein Metall. Wir könnten vielleicht noch eine zweite Gruppe losschicken. Oh, ja, erstmal hier Kraftstoff hinzufügen. Alles gut, alles gut, alles gut. Keine Panik. Na. Da könnten wir. Ja, Cynthia wird erstmal nicht unterwegs sein, weil sie ja so schon von Grund aus ein bisschen ängstlich ist. Deswegen ist sie sehr froh, dass sie erstmal hier da ist. Und die gute Stephanie, die können wir ja leider noch nicht losschicken. Ort bitte durchsuchen. Lisa wäre wieder bereit, aber sie wird jetzt erstmal einen Anzug anlegen und dann eben ja das Tier hier von seinem Fallstrick befreien. Nennen wir es mal so. Okay, wir haben wieder einen Funkspruch. Was haben wir denn Schönes? Handsäge. Erhöht die Geschwindigkeit für Reparatur und Fertigung. Zwei Stück sogar. Wow, hier haben wir richtig viele Maschinen. Hier haben wir Metallstück, das müssen wir mitnehmen. Nehmen wir erstmal. Wir haben hier Gummi. Eine Farbdose, dann können wir hier anfangen, die Farben, also noch ein bisschen weiter zu färben, halt eben die Wand. Was legen wir weg? Wir legen mal die Kohle weg. Für das Metallstück. Ist halt doof, weil es drei Kohle sind. Aber Öl, also wir haben ja sowieso Benzin, dann ist das nicht so wichtig. Die Geräte würde ich sehr gerne mitnehmen, weil die eben unsere. Wie heißt es, Effizienz nochmal steigern. Dann machen wir ja das Buch weg, weil eine Schallplatte haben wir noch nicht, aber die Schallplatte können wir wahrscheinlich nicht abspielen. Legen wir beides auf Seite erstmal. Nehmen die Farbdose mit, um eben die Räume hier ein bisschen gestalten zu können. Die hier können wir leider nicht stacken, also übereinander nehmen. Boah, das ist echt schwierig. Man könnte natürlich nochmal hier vorbeikommen. Davon haben wir schon eins. Das heißt, das hier würde ich gerne noch mitnehmen. Dann machen wir den Transistor weg. Genau. Dann kommen wir später mal hier wieder vorbei. Um halt eben hier die Effizienz zu erhöhen. Was ganz gut ist, weil dann können wir diese. Wow. Nein, nein, nein. Ich möchte Lisa, genau. Sie soll nämlich hier. Nein, nicht Fleisch essen, Falle leeren. Und Melissa legt den Anzug zurück. Und wir gucken mal, was wir hier haben. Ort durchsuchen, ja. Das scheint also auch eher wieder ein Dorf oder sowas zu sein. Cynthia. Können wir irgendwas reparieren? Ist da irgendwas schon sinnvoll? Okay, wir haben sehr viel dazu bekommen. Ja, sie darf mal das hier reparieren. Sie repariert mal das hier. Tag 36. Blumenhändler, Eimer, Samen, Messer, eine Linse holen wir mit, Essen nehmen wir mit, ausgebrannter Laptop, eine Sicherung nehmen wir mit, leere Benzinkanister ist egal, Holz, Baumstamm, das ist halt eben die Frage, Messer ist ja eigentlich explizit jetzt eine Waffe, aber wie gesagt, sie hätte ja jetzt kein Problem damit, aber sollen wir da, wa wir legen das Wasser weg. Ja, wir legen das Wasser weg. Nehmen das Messer dafür mit. Ach, ja, gut, dann darf sie jetzt hier nochmal das hier reparieren. Ort durchsuchen. Das ist ein sehr großes Dorf. Oder Stadt. Haben wir sonst noch was? Oh, das hier müssen wir reparieren, die Dusche, sonst ist die kaputt. Oh, schwarzer Regen. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn die dann da draußen ist. Ja, das ist nicht so toll. Ja, sollten die Leute jetzt momentan eher weniger trinken. Joyce an Basis, Bank in Sicht. Ich glaube, hier möchte jemand Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, wenn wir auf jeden Fall vorbeischauen. Was haben wir denn hier? Was ist das für ein jämmerliches Stück Dreck, das hier vor mir steht? Ui.